Familie, wie so eigentlich üblich ist bei Italienern. Ich heiße Daniele, wie schon gesagt wurde. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und wurde getauft, wie es in der katholischen Religion üblich ist. Habe auch dann mit 8 Jahren Kommunion gemacht. Meine Eltern waren geschieden. Seit ich 6 Jahre alt bin, hatten sich meine Eltern geschieden. Und ich und mein Bruder sind alleine mit unserer Mutter aufgewachsen. Wir sind regelmäßig auch in die Kirche gegangen, sonntags, und auch abends hat meine Mutter oft mit uns gebetet. Dann wurde ich langsam älter, mit 11, 12 Jahren fing es dann an, dass ich auch langsam Fragen hatte. Oft kam es dazu, wenn wir abends zusammen auf der Couch gesessen sind, haben irgendwelche Filme gesehen mit meiner Mutter zusammen, die dann vielleicht manchmal nicht unbedingt ein Happy End hatten. Und da habe ich dann die Frage gestellt, was passiert eigentlich nach dem Leben? Wo komme ich hin? Oder wo kommt die Mama hin? Oder mein Bruder, Manuele? Oder mein Vater? Wenn die sterben, was passiert? Und ja, dann hat im Teenage-Alter fing es an, dass ich oft abends ins Bett gegangen bin, mit Tränen in den Augen, auch geweint. Ich konnte gar nicht mehr einschlafen oft, dass ich meine Mutter dann rufen musste, weil es ging nicht. Ich konnte einfach nicht einschlafen, ich war so unruhig. Und dann habe ich halt ihr die Frage gestellt, aber sie hatte für mich irgendwie die Antwort, die mich wirklich erfüllt hat, die mich wirklich von dieser Angst befreit hat. Sie hat mich in dem Moment beruhigt, ich bin doch jetzt da, mach dir keine Sorgen. Aber ich hatte diese Frage immer und immer wieder. Und dann war ich dann in diesem Teenageralter, 13, 14, ich war auch sehr beschäftigt mit Fußball, war ein leidenschaftlicher Fußballspieler, hab Tag und Nacht sozusagen Fußball gespielt, also nachts im Traum und tagsüber nach der Schule direkt auf dem Sportplatz. Und bin dann langsam 15, 16 geworden und habe dann auch angefangen, mit meinen Freunden wegzugehen. Das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt. Nicht, weil es schön war, aber weil es halt irgendwie doch zum Leben eines Menschen, der ohne Gott aufwächst, ohne die Prinzipien Gottes, ohne das Wort Gottes aufwächst, halt dann doch dumme Wege geht. Und so war es dann auch halt bei mir. Mit 16 fing es dann an mit Alkohol, Partys, wo halt dann dieses Alkohol konsumiert wurde und halt oft dann auch über den Durst. Mädchenjagd. Ich war auch verwickelt, öfters auch in eine Schlägerei. Was ich hier schon vergessen habe. Auch wenn ich mich eigentlich dafür schämen sollte, die Sachen, die ich gerade erwähne. Aber ich würde sie erwähnen, weil es erhöht auch noch den Wert. Den Wert ist noch weiter erhöht für das Blut von Jesus, das er für mich der Gott vergossen hat. Als ich 14 war, habe ich auch geklaut. Das war so eine Graffiti-Zeit bei mir in der Klasse und ich konnte mir einfach die Schrift nicht leisten. Dann hat schon mit ein paar Freunden haben wir angefangen, irgendwie diese Graffiti-Schrift irgendwie zu klauen. Und nach ein paar Monaten wurden wir dann auch erwischt. Ich wurde dann auch erwischt. Da haben wir aber, glaube ich, keine Schrift geklaut. Das waren so Magic-Karten in der Zeit, die waren auch sehr teuer. Und ich wurde erwischt, dank Gott. Für mich war das sehr hart, vor allem das Gesicht von meiner Mutter zu sehen. Sie uns halt allein, als alleinerziehende Mutter. Ich habe immer versucht, sie nicht zu enttäuschen. Und halt in dem Moment habe ich sie sehr enttäuscht. Und dank Gott habe ich dann auch in dem Moment dann auch schon aufgehört wieder mit dem Klauen. Als es dann passiert, als ich erwischt wurde, dank Gott wurde ich auch erwischt. Ich bin froh darüber in dem Moment. Und jetzt spüren wir wieder in dieses Alter rein, wo ich die Partys und Alkohol und Schlägereien gehabt habe. Und da ist dazu gekommen, mit 17 Jahren bin ich dann in Urlaub nach Italien gegangen. Weil ich will mich kurz fassen, ja. Ich bin dann nach Italien in Urlaub gegangen. Und da war ein Onkel auch im Urlaub in der Zeit von mir. Und der war schon Christ. Und wir haben zusammen in einem Zimmer geschlafen abends. Und da hat es dann jeden Abend, dann, bevor wir eingeschlafen sind, immer uns unterhalten. Und am Anfang ging es so los eigentlich, dass er uns immer von Filmen erzählt hat, weil er sich gut auskannte mit Kinofilmen und Horrorfilmen. Und dann wollten wir immer schon meinem Bruder, dass er uns so ähnliche Geschichten erzählt. Und logischerweise bei so Horrorgeschichten ist halt oft irgendwie Blut und Tod und irgendwas dabei. Und da kam mir diese Angst wieder hoch. Und so weit hoch, dass ich dann den Mut gefasst habe, mich auch ihm zu offenbaren mit dieser Angst. Und dann war ich halt total überrascht, weil er hatte für jede Frage irgendwie eine Antwort. Und diese Antwort sagte mir immer, die steht in der Bibel. Steht in der Bibel, aber ich bin zwar katholisch aufgewachsen, aber die Bibel habe ich bis dahin eigentlich nicht gelesen und auch nichts davon gehört.
dass da diese Wahrheiten drinstehen. So dass halt er zu dir gesagt hat, Daniel, also wenn du willst, morgen früh, wenn wir aufstehen, können wir das zusammen, zeige ich dir das, was ich dir gesagt habe. So war es dann auch am nächsten Morgen. Sind wir aufgestanden, ich war ganz aufgeregt, und zeig mal, und dann habe ich gesehen, dass es alles in der Bibel drinsteht. Und das hat mich dann sehr getroffen. Hat mich auch irgendwie gefreut, dass es doch einen Weg gibt, da wegzukommen. Von diesen Ängsten. Dann bin ich zurück vom Urlaub gekommen, hatte ihm zwar versprochen, dass ich die Gemeinde besuchen möchte und so weiter, aber so wie es dann ist, halt, der Kumpel macht auch sein Spiel. Und ich bin dann erstmal zurück vom Urlaub und es ging einfach so weiter, wie es vorher war. Dann wurde ich aber ab und zu öfter angerufen von meinem Onkel oder von meiner Tante, um mich eingeladen, in der Jugend zu sein. Und dann irgendwann bin ich dann auch in die Gemeinde gegangen und dachte, guckst du mal an, vielleicht sind ja hübsche Mädchen dabei. Bin dann hin, aber am Anfang auch nicht viel von der Predigt zugehört, war einfach dort und wollte halt sehen, dass ich mit den Jugendlichen halt danach weggehe und Spaß habe. Bis dann mir einmal jemand einen Film von Jesus schenkt. Und dann gehe ich eines Abends nach Hause, da war keiner zu Hause. Und dann habe ich gedacht, das gucke ich mal den Film an. Ich habe mich auch geschämt von meiner Mutter, weil sie war ja katholisch. Und mein Vater war auch nicht Christ. Die sind übrigens wieder zusammengekommen. Die sind dann wieder zusammengegangen, als ich 16 war. Und dann habe ich mir diesen Film angeschaut. Und dann habe ich echt wirklich gesehen vor meinen Augen, was halt Jesus für mich getan hat. Wie er gelitten hat. Und auch wie Wunder, die er getan hat. Und auch diese Worte voller Hoffnung, die er gesagt hat. Und ich war dann auch total ergriffen von dem Film. Und am Ende von dem Film war dann auch ein Gebet, wo ich eingeladen wurde, Jesus, wenn ich dran glaube, das, was ich gesehen habe, was ich von ihm gehört habe, kann ich ihn in meinem Herzen akzeptieren. Dann habe ich den Fernseher ausgemacht, bin in mein Zimmer, bin auf die Knie gefallen, habe geweint, habe ihm meine Sünden genannt. Und in dem Moment habe ich ihn auch eingeladen, in mein Leben zu kommen, in mein Herz zu kommen. Und in dem Moment hat er mich befreit von meiner Schuld, von dieser Schuld, die ich vorhin erzählt habe. Und das war mein altes Leben, weil mit Jesus dann vor 12 Jahren ist mein neues Leben begonnen. Und das war die schönste und wichtigste Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen konnte. Und es ist das Schönste, mit Jesus zu leben und sein Wort zu haben, zu sehen, was er möchte, was er sagt. Weil er gibt uns Mut, er gibt uns Kraft. Hier finden wir Liebe, Frieden, hier finden wir Hoffnung und Vergebung der Sünden. Und das Verschwinden von unseren Ängsten, wie ich sie hatte. Und das kannst du auch finden. Das kann jeder von uns finden. Jeder, der sich mit Gott in Verbindung setzt, möchte Gott antwortet. Und ich kann mich nur alle einladen, diese Erfahrung zu machen, weil es ist die wichtigste Entscheidung, die man im Leben treffen kann. Danke.